Und damit herzlich willkommen zum wärmsten Podcast, der gerade läuft. Hallo Jean, hallo Hauke. Hallo Micha. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich muss sehen, ich muss äh, ja schauen, oder ich sehe gerade, ich sehe schrecklich aus. Ne? Sieht auch schrecklicher aus als in der normalen Kameraansicht. Ähm, ich äh, gleiche mich ja. einfach dem Hintergrund an, das Hemd. Ne? Das gehört so. Das habe ich genauso <laughs> gekauft, ja. Hm? Ach Schön, so. dass Sie da sind. <laughs> genau. Das meinst du. Ja, also ich habe heute am wenigsten zu tun. Das Thema kam von euch beiden. Das genau. ist, äh, muss ich gar nicht so viel denken bei der Hitze. Nee, du, äh, du sitzt ja quasi so ein bisschen äh, äh, eher im äh, Team Tux-Tage drin, also äh, doch ja deutlich äh, stärker da drin. Du machst da ja auch relativ viel, ne? Ja, also von aber daher. Ich, ich bin der Mann hinter den Kulissen. Es sei denn, zu den tux dann bin ich auch vor den Kulissen. Aber ich bin aus der Organisation so ein bisschen raus. Das ist auch ganz gut. Jo. Okay, gut. Ähm, wo, womit fangen wir an? Fangen wir einfach mit Terminen an. Ich glaube, Termine sind mal ganz gut, ne? Worum ich finde Termine und dann, dass man sich schon bei uns eintragen kann für Vorträge. Genau, das ist super. Also, da, da können wir ja quasi. Ähm, Dasselbe machen, nur mit anderen Terminen. Also, eigentlich ist es ja auch quasi von, von der Art her, denn wir suchen ja, also für die Kiel Open Source und Linux Tage und für die Drucks-Tage natürlich noch Leute, die uns unterstützen, sowohl bei Vorträgen, bei Workshops, bei äh, Sponsoring. Soweit werden wir gleich. Bei uns gibt es noch eine Ausstellung, also bei uns kann man in Kiel vor Ort noch einen Stand machen. Ja, und äh, das geht jetzt bei, also die die sind schon ein bisschen früher gestartet mit Call vor alles Mögliche oder genau so still und heimlich ne wir haben das jetzt schon relativ lange freigeschaltet so richtig Werbung haben wir noch nicht gemacht das kommt dann noch ne ähm, haben jetzt aber schon viele Leute angeschrieben. Wir haben schon ein paar sicher und so. Ne? Also die ersten, die trudeln schon ein, das ist super. Ne? Der frühe Vogel und so, der fängt den Wurm. Und wir starten dann äh, zwei Monate später, soweit ich weiß. Das ist dann ähm, der 10. bis 12. November, müsste es, glaube ich, dieses Jahr sein. Wir sind drei Tage diesmal. Ähm, wobei der erste Tag so ein bisschen LPD-mäßig ist. Ne? Wie bei euch. Wir haben das ja letztes Jahr getrennt gehabt. Können wir auch nochmal später drüber reden, ähm, warum wir das jetzt wieder zusammen haben und nee, genau. Also bei uns könnt ihr auch ähm, Call vor, quasi ähm, Vorträge einreichen. Ist, glaube ich, auch erstmal gar nicht so wild, wenn ihr die ähm, ungefähr die ähnlichen einreicht, denn wir haben einfach ganz doch unterschiedliche Zielgruppen. Nochmal, Kiel ist ja noch mal deutlich lokaler ähm, und halt dort im Norden noch mal viel, viel mehr vertreten. Und wir sind generell vertreten und haben dafür auch noch mal ganz andere Zuschauer. Ähm, schafften sozusagen und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, ähm, das wieder in diesem Jahr so begleiten zu dürfen. Ja, eben, du wirst ja wahrscheinlich auch auf den Tux-Tagen Vortrag halten, Hauke. Genau, ähm, genau. Ich werde ja. bei den Kilox mit dabei sein und mithelfen und ich muss sagen, das ist einfach wunderschön, dort immer jedes Jahr mittlerweile hochzufahren. Ist schon ja. so ein bisschen Familie geworden, muss ich sagen. Freue ich mich auch schon wieder, auch schon die Woche zugebucht. Toll, freue ich mich. Das wie vielte Mal ist das denn, dass du dabei bist? Das, ist jetzt das vierte Mal. Das vierte sein. Mal denn schon. Es also, geht so schnell, ne? Hm. Wir, wir haben ja mitten in äh, Corona angefangen. Also, da hatten wir ja ähm, nur noch ähm, eine Online-Veranstaltung. Also, wir haben das Ganze gestreamt. Also, wir haben mit ganz wenigen Leuten da in unserem üblichen Veranstaltungsort, dem äh, Kids, das ist so ein Gründungszentrum, zwar gesessen, aber eben bloß für. Wie viel waren wir denn? Maximal zehn Leute, ne? also die es hm. letztendlich organisiert ja. haben, die es gestreamt haben, die ähm, teilweise noch nicht so gut waren in der Technik. Oder das waren wir am Anfang nicht. Eigentlich warst du ja so der, der Vollprofi und ähm, wir anderen, naja, so ein bisschen Learning by Doing haben das denn gemacht. Aber die ersten Male, würde ich sagen, haben wir halbwegs okay so rübergebracht gekriegt. Also, da ist nicht so viel schief gelaufen, wie es hätte sein können. Und von daher war das alles ganz gut. Aber im Laufe der Zeit ähm, ist es dann besser, ist es ja deutlich besser geworden. Und jetzt, äh, ich komme schon mit den Jahren durcheinander. Letztes Jahr ja. haben wir Hybrid gemacht. Genau. Da durften wir wieder mit Publikum vor Ort, also äh, auch jetzt ohne. Ja, wir hatten ja eigentlich keine Beschränkungen mehr. Also es war ja zum Glück Gar gerade nix. vorbei. Und das hat alles super geklappt. Und wir haben es weiterhin dann gestreamt, auch bei Linux Guides haben wir es ja auch live gezeigt. Und ja, also das lief eigentlich ganz gut. Was, was wir so ja mit diesem Corona, also mit dem, was wir davor machen mussten, wahrscheinlich so nicht gemacht. Hätten. Also von daher, so eine Hybrid-Sache ist eigentlich ganz gut, auch für welche, die auch als Referenten nicht zu uns kommen, weil die Wege einfach viel zu weit sind. Das haben wir vorher, glaube ich, einmal gemacht. Da hat Jim Hall, ähm, der Mann hinter FreeDOS, was erzählt zu 20 Jahren FreeDOS oder waren es 30? Also der. Kam da nicht zu uns. Er war zwar auch mal da, was uns sehr gewundert hat, aber mhm. ähm, das andere Mal. Gefreut, halt gefreut nicht. heißt es Ja, ja Es ja, ja, ist total, äh, also hätte ich ja nie gedacht, der kommt ja aus den USA. Und dann, ähm, ja, ich habe mal geguckt, was, was so ein Flug dahin kostet und so. Also ich würde dann und dann vorbeikommen. Okay, gut, gerne, kommt gerne vorbei, aber ja, kommen gerne vorbei. War überraschend, aber mir ergibt sich sowas, ne? Ja, genau. Ähm, Termine hatte ich vorhin ja, ähm, also hattest du ja schon ge genannt mit den Tux-Tagen. Also bei uns ist es der 14., 15. und 16. September mit den Kilo Open Source und Linux-Tagen. Der 14. September, das ist unser Aufbautag. Und am Nachmittag gibt es dann auch den Linux Presentation Day, wo wir hier drei sehr, sehr höchstwahrscheinlich vor Ort sein werden und dann zusammen was machen. Dann gibt es uns wirklich mal live und zusammen, das haben wir so in der Konstellation auch noch nicht gehabt. Das machen wir dann und da gibt es dann an diesem Linux Presentation Day ähm, am Nachmittag noch ein paar weitere Einsteigervorträge und die zwei anderen Tage, das ist das Programm von einfach bis schwierig, von äh, Anfänger bis zu gestandenen Administrator und äh, Spezialvorträge alles bunt durch und da gibt es eben auch die Ausstellung, die wir dann haben. Also am ersten Tag gibt es die noch nicht so wirklich. Da werden zwar einige schon ankommen und ein bisschen rumwerkeln und ähm, ja, aber gibt es eigentlich bloß die zwei Tage danach. Genau, ja. <laughs> Ist, ähm, wie ist es bei euch mit den Teilnehmerzahlen gewesen? Also, euch gibt es ja schon wesentlich länger. Es sind die 21. Ja. Kieler Linux-Tage, müsste es 21. sein. Ja, na, ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, wie hat sich das bei euch teilnehmertechnisch vielleicht die Jahre über entwickelt? Corona war ja na, schwierig abzuzählen, aber jetzt im letzten Jahr beispielsweise, wie ja. viel hattet ihr da? Hattet ihr da noch Nachwirkungen von Corona? Oder wie ist dein Eindruck so? Ähm, also, ist es ist immer so ein bisschen wellenmäßig gewesen. Also, ähm ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber als die Cebit damals das letzte Mal, also als es die nicht mehr gab, da gab es wieder mehr. Und nach Corona, da war es auch wieder mehr. Also von daher ähm, gibt es wohl so ein Nachholbedürfnis nach solchen Sachen, wenn jetzt, jetzt geht es wieder oder jetzt gibt es was anderes, da hatten wir dann wieder ein bisschen mehr. Die Jahre, die ich sonst so mitgekriegt habe, also seit 2006 war ich das erste Mal da, allerdings als Aussteller und 2007 war das erste Jahr, wo ich ähm, ja so ein bisschen mitorganisiert habe. Da war es doch schon mehr insgesamt. Also ähm, aber auch so, was so andere Messen und Veranstaltungen angeht, das war früher doch mehr, weil es diese Informationsflut aus dem Internet, die äh, eigentlich ja jeden Tag äh, zu jedem Thema, auch zu unseren Sachen hier, die sehr speziell sind, ja, haufenweise äh, gibt, das gab es da nicht so, äh, also äh, gab es halt nicht so. Also von daher ist man eher so zu Veranstaltungen, zu Messen hingegangen und das Interesse, äh, Interesse insgesamt an äh, Veranstaltungen, ob das jetzt die CBIT ist oder ob das der Linux-Tag war. Der ja so eine Wanderveranstaltung war, war mal in Karlsruhe, war mal in Berlin und äh, an vielen anderen Stellen. Den gibt es ja auch schon nicht mehr. Ähm, hat insgesamt nachgelassen, war bei uns auch so. Also die guten Jahre, sagen wir mal, hatten wir so 500 Besucher. Und ähm, die äh, letzten Jahre, keine Ahnung, 200, 250, 300, 400, also, nee, 400, nee, aber sagen wir mal 200, 250 irgendwie so um den Dreh. Insgesamt ist der Trend nach unten, ganz eindeutig. Aber mit so ein paar Wellenbewegungen, das auf einmal wieder hoch, Nachholbedarf, hm. dann ist es wieder voll. Genau. Ich, ich glaube, das können wir ja schon so ein bisschen beobachten ähm, in der gesamten Veranstaltungswelt und so weiter. Also man sieht das ja eigentlich bei fast allen Messen, dass die äh, weniger Besucher bekommen. Haben wir ja letztens jetzt auch äh, beide sogar mit, mitbekommen? Wir waren auf der Hannover Messe ähm, und ähm, das war schon eigentlich wenig los dafür, wie das früher mal aussah, tatsächlich. Ne? Hast du jetzt gemeint? Ich war das erste Mal dort, aber auch für mich war es verhältnismäßig wie man sich das vorstellt, wie man dann dort ist, verhältnismäßig wenig. Es war nicht leer, aber war wirklich, man hatte schon sehr, sehr viel Platz sagen, was man so also, hat natürlich auch seine Vorteile gehabt. Und das war dann eigentlich, wo jetzt Corona schon komplett vorbei ist. Natürlich, Corona hat im Ganzen nicht gut getan. Ähm, was ich aber bei den Tux-Tagen merke, wir sind ja eine reine Online-Veranstaltung. Uns gibt es aber natürlich auch ehrlicherweise noch nicht so lange. Seit 2020 haben wir unsere erste Veranstaltung gehabt. Ist auch schon das, die vierte Tux-Tage-Veranstaltung. Das vergeht schnell. Ähm, wir haben bis jetzt Besucherwachstum gehabt, ne? ganz klar. Also ähm, wir hatten im letzten Jahr, das war eigentlich schon außerhalb von Corona, gab es noch im letzten Winter Corona-Beschränkungen. Ich weiß es gar nicht mehr, eigentlich nicht mehr so, ne. Ich glaube, die waren schon weg. Und ähm, das wäre die Frage gewesen: Okay, gut, ähm, können wir das sozusagen zu Corona-Zeiten halten oder geht es runter? Wir hatten sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht. 10% Wachstum, wenn es hoch ist, wenn es hochkommt. Also nicht viel, aber ein bisschen mehr hatten wir. Das freut uns natürlich und versuchen wir natürlich auch weiter auszubauen. Ähm, bleibt aber natürlich auch langfristig zu schauen, okay, gut, inwiefern ähm, kann man das da online weiter, weiter treiben. Ganz klar, je mehr Werbung man macht und so weiter, desto mehr bekommen wir dann auch ran. Ähm, versuchen wir auch dieses Jahr wieder auch mit mehr Vortragenden tatsächlich, mit ähm, qualitativeren Vorträgen an manchen Stellen, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und da äh, ja, bin ich sehr gespannt, wie wir das in diesem Jahr hinbekommen. Ähm, generell ist bei euch noch online weiter geplant für die Zukunft, also diese Hybrid-Sache, diese Hybrid weil ich hatte eine ganz spannende ähm, Unterhaltung ähm, mit jemandem, war auf den Chemnitzer Linux-Tagen, der hat gemeint: ja, eigentlich kannibalisieren sich so ein bisschen dann diese Offline-Veranstaltung selber, wenn man sagt: okay, gut, wir bieten auch alles online an, live. Ähm, denn dadurch ähm, sagt sich vielleicht der eine oder andere: Okay, ich wollte mir diesen Vortrag nur diesen Vortrag eigentlich anschauen. Dann mache ich den, das mache ich das halt von zu Hause und schaue mir den Rest nicht an. Jemand, der dahin fährt, der schaut vielleicht noch mal zwei, drei andere Vorträge an, kommt mit anderen Leuten ins Gespräch und hat somit eigentlich mehr. Sagen, was er so ähm, ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Habt ihr da schon einen Gedanken oder ähm, vielleicht eine Überlegung schon mal in die Richtung gehabt, wie ihr das handhaben also gut, wollt langfristig? Letztendlich denke ich mal, werden wir das hybridmäßig weitermachen. Denn ähm, also jetzt ein Verlust ist es eigentlich insofern nicht. Eigentlich ist es eher so ein Bonus obendrauf. Wir haben es ja vorher ähm, auch doch eigentlich haben wir die ganzen Jahre das wirklich aufgezeichnet. Also äh, wirklich sehr lange in die Vergangenheit geht es auch zurück mit den Aufnahmen. Das äh, haben verschiedene Unternehmen mal gemacht. Äh, ja, oder auch der offene Kanal war auch da. Dann lief es da im Kieler Kabelnetz auch mal, die Vorträge, die da mal stattgefunden haben und ähm, die ließen sich nachträglich auch abrufen. Aber das, was so eine Veranstaltung eigentlich eher ausmacht, ist so dieses, dass du dich da wirklich physikalisch mit anderen Leuten triffst, ähm, austauscht über alles Mögliche, über Dinge, die, die du sonst äh, vielleicht auch nie angesprochen hättest. Das macht es wirklich aus und wir machen so ein bisschen drumrum, also dieses Social-Event-mäßige. Das machen wir mit: wir grillen zusammen, wir frühstücken zusammen, wir haben eine Verlosung vor Ort. Und je nachdem, was gerade in dem Jahr dran ist, gibt es auch Sachen, die man direkt ausprobieren kann. Also, wir hatten mal was mit 3D-Brillen da oder dass man sich was zusammenlöten konnte. Oder was hatten wir noch? Wir, wir haben auch so eine, so, so eine Rätselecke, wo man solche Sachen äh, denn machen kann und gibt dann hinterher auch noch einen kleinen Preis dafür. Also so, so Nerdrätsel, sowas alles. Ähm, und ähm, dieses grundlegende Bedürfnis, sich mit Menschen halt zu treffen. Also das ist wirklich da bei vielen, ähm, diejenigen, die äh, wirklich bloß Interesse an den Informationen haben. Die sind auch nicht wirklich zu uns äh, vorher gekommen. Und es war eigentlich immer so eine relativ regionale Veranstaltung, so ungefähr so wie so ein Klassentreffen mit Leuten, die man überwiegend mag und die ein gemeinsames Interesse teilen. Das war es eigentlich schon immer so. Und ähm, naja, wenn man da nicht hin wollte, konnte man sich hinterher aus der Konserve die Vorträge auch angucken oder ja. Also, das hat schon einen. Ein Wert als solches, sich dort zu treffen, ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil man nicht gerade um die Ecke wohnt. Man muss da irgendwie hin. Ähm, aber es gibt dann auch äh, Essen und die Kaffee und die Tee, Flatrate und sowas. Also das lässt sich online halt nicht so wirklich transportieren. Da muss man dann selbst um die, sich um die Verpflegung kümmern und sowas alles. Na, äh, apropos, das hier ist äh, einer von den ersten Bechern noch. Da ist auch die Kaffee- und Tee-Flatrate bei. Und bis jetzt haben wir es immer so gehalten, dass auch die Becher von früher immer noch zählen. Also, wenn ihr einmal so einen Becher gekau gekauft habt, könnt ihr euch mit Kaffee und Tee voll laufen lassen. Bei uns. Da müsst ihr aber vor Ort vorbeikommen. Also, das sind so diese äh, Dinge, hoppala, äh, diese Dinge, die. Äh, ja wirklich so, so eine Veranstaltung ausmachen. Das ist, ähm, denke ich mal, in Chemnitz genauso. Da wart ihr beiden ja zum Beispiel. Genau. Wie war dein Eindruck von Chemnitz? Vielleicht mich ja noch mal ganz kurz zusammengefasst. Der, der Witz war ja, dass für mich Chemnitz das erste Mal überhaupt Chemnitzer Linux tage war. Ich fand es ganz interessant. Man hat wirklich noch gemerkt, das ist die erste Live-Veranstaltung nach Corona. Das war noch ein bisschen zaghaft. Aber komischerweise, um nochmal auf ähm, Hauke zurückzukommen, hatte ich ein ähnliches äh, Gespräch dann mit einem Arbeitskollegen im Anschluss, auch darüber, ob sich das, äh, wenn man es Hybrid macht, nicht irgendwie selber ähm, im Weg steht. Und da habe ich schon die Position bezogen: eigentlich nicht. Weil ganz einfach, ja, die Leute, die vielleicht ein bisschen weiteren Anfahrtsweg äh, haben, können sich jetzt überlegen, nichts vorbeizufahren. Aber dafür können immer noch alle, die wirklich Lust drauf haben, sich vor Ort auszutauschen, immer noch hinfahren. Plus eben, dass du einfach den kompletten deutschsprachigen Raum abdeckst mit Zuschauern, Vortragenden. Du bist da deutlich flexibler. Und meine Meinung ist eigentlich, dass Hybrid die Zukunft sein wird von solchen Veranstaltungen. Einfach wegen nee. den Möglichkeiten ist sie ja, wenn man so möchte, schon bei vielen anderen Veranstaltungen, also dass da teilweise halt das Ganze live ist, ist ja quasi auch, also live übertragen wird, ist ja bei den Kilox genauso. Da wird ja, ähm, ich meine, alles bis auf die Workshops jedenfalls live übertragen, auch aufgezeichnet natürlich dann auch. Genau. Beispielsweise die Augsburger haben es so, dass gar nicht, nicht mal aufgezeichnet wird bei vielen Räumen. Ne? Also ich war jetzt in Augsburg auch dieses Jahr, mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein. Ähm, das Ding war proppenvoll, ähm, aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir im Süden gar nicht so viel haben ähm, an Veranstaltungen. Ähm, und von daher, ähm, genau, also war das super gut besucht, aber sie haben es nicht mehr aufgenommen sagen müssen. So was sehr, sehr schade ist, weil sehr, sehr gute Vorträge äh, dort waren, wo ich selber drin war, was mich sehr überrascht hat, muss ich sagen. Und das ist schon eine. Ähm, coole Sache gewesen. Von daher, ja, also ich, ich ziehe da fast die Stellung. Ich glaube, ich fände es optimal, je nachdem, dass man sagt, okay, gut, man nimmt den ganzen Spaß auf und äh, veröffentlicht den dann halt eine Woche später oder sowas. Dann können die Leute, die halt eben nicht die Möglichkeit hatten, ähm, dorthin zu fahren, sich das trotzdem noch anschauen. Sie haben zwar nicht den Bonus mit dem Live, ähm, das macht aber dann nicht so sehr die äh, Veranstaltung vielleicht selber kaputt, wenn man so möchte. Ähm, weil ne, mit der Live-Technik, mit der Livestream-Technik oder sowas, wenn man da nochmal Fragen von von Online bekommt, ich glaube, das könnte manchmal ein bisschen holprig sein. Ich weiß gar nicht, wie wir das, das letztes Mal bei den Kilox gemacht haben. Fragen konnten schon gestellt werden online, oder? Mhm, so war ja, das. Genau. Mhm. Also wir hatten ja diesen Big Blue Button. Obwohl die, das war zu Corona-Zeiten. Ah, gute Frage. Letztes Jahr ist letztes Jahr. Ist schon wieder zu lange her. Also am Anfang hatten wir in button äh, die ganzen Vorträge drin. Die waren aber alle online. Und wenn man jetzt eine Frage stellen wo, äh, wollte, musste man in den jeweiligen Raum zu dem Vortrag rein. Und da haben wir dann die Fragen gesammelt und äh, je nachdem, wie der Referent das haben wollte, entweder äh, an, also in kleine Pausen eingestreut hier, da ist noch mal eine Frage oder gesammelt und am Ende dann als Blog nochmal gefragt. Übrigens folgende Fragen haben wir. Und ich meine, letztes Mal haben wir von verschiedenen Kanälen zusammengesammelt. Da haben wir auch mit ein paar Leuten zusammengesessen, die wirklich die einzelnen Kanäle betreut haben. Da war, hatten wir YouTube, Twitch ähm, und äh, Oncast, also selbst auf der Seite das drauf. Und überall gab es so eine Chat-Möglichkeit. Ne? Die waren alle. Ich auch meine, aktiv. so war es ja. Hm. ja. Ich glaube, das haben dann diejenigen, die dann da sozusagen das aufgenommen haben und live geschnitten haben sozusagen, die haben das dann, glaube ich, auch vorgelesen, immer meine ich. Ne? Also ähm. wir hatten auch Moderation, also haben, haben wir nicht gebraucht, also waren alle brav genug, also da war, ist nichts vorgefallen. Aber die haben dann so ein bisschen zusammen, also ein bisschen vorgefiltert, ob das sinnvolle Fragen sind. Und dann hatten wir einen Matrix-Kanal extra, also für jeden Raum gab es einen Matrix-Kanal und da, denn, ähm, oder? Nee, Nextcloud. Da, das haben wir über Nextcloud noch gemacht. Ähm, da hatten wir denn pro Raum einen eigenen Kanal intern, wo die Fragenden reinkamen, sodass die Leute, die in dem Raum gesessen haben, und sich um die Technik, also äh, Bild und Ton äh, gemacht haben. Die haben dann gesehen, aha, äh, da sind jetzt Fragen aufgekommen und äh, genau, die lesen dann vor oder so. Genau, ich meine, so war es. Aber es, das ist, hey, es ist ja noch nicht mal ein Jahr her, aber irgendwie, hm, ja. Ja, man, man vergisst es so schnell irgendwie, dann die so, Details. Ne? Ja. ja, absolut. Ist bei euch dieses Jahr was äh, Großes, irgendwas geplant, sozusagen irgendwas, was ihr ändern wollt im Gegensatz zu den letzten Jahren? Oder ist quasi eigentlich alles wie immer, in gewisser Weise? Ähm, also jetzt äh, letztes Jahr war, äh, Jahr war ja noch ein bisschen speziell. Also, da hatten wir ja unser 20-jähriges Jubiläum und ähm, da wir ganz gut ähm, so davor waren, gab es das erste Mal auch ein großes Buffet. Also das wird es dieses Jahr denke ich eher nicht geben, es sei denn, es klappt wieder ganz gut. Aber was macht man denn zum 25., wenn man das jetzt jedes Jahr macht? Ist auch irgendwie hm. blöd. Ähm, insgesamt, ähm, vielleicht wird es was zu VR geben, dass es so einen Bereich äh, gibt, wo man äh, mal mit so einer Brille rumlaufen kann und so ein paar Sachen ausprobiert. Das äh, denke ich mal, wird es geben. Ich glaube, dass es klappt. Ja, und ansonsten kommt es darauf an, welche, welche Aussteller denn nun wirklich kommen. Also ein paar äh, haben schon Interesse bekundet, und ähm, ja, also es kommt wirklich drauf an, was, was denn da noch so eintrudelt. Wir sind ja noch relativ am Anfang mit der Planung. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es so wie in den letzten Jahren. Also wir sind eigentlich relativ konstant. Mit den Dingen, die wir so über die Jahre machen. Also, äh, die, also die meisten Sachen, die haben sich einfach als interessant genug herausgestellt, sodass man sie jedes Jahr wieder macht. Also wie dieses die Frühstücken oder so, da haben wir irgendwann gedacht, naja, warum nicht? Probieren wir es mal aus. Äh, ist gut gelaufen, also machen wir es wieder. Oder mit, mit dem Grillen sind wir irgendwann mal drauf gekommen, warum nicht? Das Wetter ist ja nun nicht so schlecht. Also, es ist oftmals schlecht. Aber wenn es nur ein bisschen nieselt, dann kann man es halt trotzdem machen. Also haben wir sowas dann immer wieder gemacht, genauso wie mit den Verlosungen. Wir hatten auch ein Jahr mal was zu äh, eine Möglichkeit, so dass man Altgeräte untereinander austauschen konnte, also quasi so eine Hardwarebörse. Ich habe hier einen alten Rechner oder so, der funktioniert noch, ich brauche ihn nicht mehr, wer möchte ihn haben? Und wir hatten auch so eine große Recyclingtonne mit für Elektroschrott dabei. Das haben wir einmal gemacht, das, das ist nicht, also der Aufwand war groß und das Interesse war gering. Also haben wir einmal ausprobiert, das kommt dann nicht wieder. Und ähm, ja, dieses, dieses Jahr äh, bis auf jetzt VR, äh, was jetzt was Neues wäre, was wir zwar in kleiner Form schon mal hatten, aber nicht so zum Rumlaufen, sondern zum äh, bisschen Rumspielen. Ich meine, das war Godo und Blender zusammen, also die, mhm. die hatten dann mal sowas. Ja, nö. Also von daher wird es relativ ähnlich sein wie im letzten Jahr. Und VR-mäßig ist bei euch jetzt was geplant oder habe ich das nur? Ähm, also das ist als insofern schon geplant Zeit. und wir haben uns auch schon grob überlegt, wo wir das am besten ortsmäßig unterbringen, so dass es äh, möglichst wenig Kollisionen gibt. <laughs> naja, auf dem Aber, Dach ohne Geländer. Ja, genau das. das, das ja, das, das wäre eine Option. Es gibt ein Flachdach, also man könnte das machen. Aber dieses Jahr für den Darwin Award, ähm, hm, ja, äh, nee, machen wir doch nicht mit. Genau. Nee, also ja, genau. Also quasi so ähnlich wie, wie letztes Mal, vielleicht ein bisschen. Mhm. Ja, also höchstwahrscheinlich was mit Feuer und Rumlaufen. Ja. Oder äh, sowas wie während der Corona-Zeit ähm, da hattet. Oder wann gab es das erste Mal? Letztes Jahr gab es ja dieses, dieses 3, diese 3D-Welt, ne? Bei uns bei den Tux-Tagen. Ja, yeah, mhm. wie hieß genau. das noch? ja äh, Mozilla Hubs war das. Wir haben es einfach 3D-Gelände genannt, ne? Äh, wir, ich wollte nicht Metaverse. Also, ich habe am Anfang Metaverse vorgeschlagen, aber dann das Team, ne? So, was, was war, wir gehören noch nicht zu Mark Zuckerberg und so, das willst du unbedingt umbenennen. <laughs> ähm, haben wir dann auch. Ähm, aber im Grunde ist es sozusagen ja, ein 3D-Gelände, wo man mit einem Browser auch zuschalten kann, auch mit einer VR-Brille, wenn man möchte, aber ja, ich sag mal, die meisten haben ein bisschen Browser gemacht. Ähm, und das war eigentlich ganz gut. Es war wenig los, muss man sagen. Also, wir haben, ich glaube, ähm, also wir hatten ein Team von vier oder fünf Leuten, die das gebaut haben tatsächlich letztes Jahr. Ähm, und äh, haben da schon relativ viel Aufwand auch reingesteckt, muss man sagen, auch technischen Aufwand. Wir haben ausgelotet verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und äh, das äh, ja, war natürlich am Ende ein bisschen schade, dass weniger los war. Wir hatten so, ich glaube, maximal so 20 bis 30 Leute drauf. Meistens waren so, ja zwischen fünf und zehn Leuten. War eigentlich immer ganz gemütlich, aber war trotzdem schön, dass wir gesagt haben, das machen wir wieder. Mit vielleicht ein bisschen mehr anreizen, dass da auch mehr Leute drauf kommen. Und von daher ja, erweitern wir das tatsächlich gerade, sind da sogar schon langsam in der Endphase. Also wir planen ja immer das ganze Jahr über. Von daher gehen wir das immer ein bisschen gechillter an sozusagen, aber dafür halt durchgängig. Das ist ganz schön. Ähm, und äh, von daher sind wir tatsächlich auch, wenn wir ein bisschen weiter entfernt sind, schon ziemlich fertig mit der Planung her, wie wir das machen wollen und was wir ungefähr machen wollen. Ne? Also, wir wollen am Anfang eine LPD machen, das erste Mal, äh, diesmal wirklich vor der Veranstaltung, äh, direkt davor sozusagen, am Freitag Nachmittag bis Abend irgendwann, ähm, dann ja so drei, vier, ne? Vorlesungen beziehungsweise Vorträge und ähm, das ganze dann halt eben ja kombiniert, weil letztes Jahr haben wir das ja haben wir ja zwei Veranstaltungen gemacht, einmal im Mai glaube ich hatten wir den LPD alleine und dann noch mal die Tox Tage. Ähm, das war generell auch ein großer Erfolg auch der LPD, ähm, allerdings. Als ich dann, als wir dann fertig waren mit dem LPD und da muss ich auch manchmal nur ich sagen, weil ich organisiere da schon sehr, sehr viel im Hintergrund, habe ein Team, ohne das würde ich das nicht schaffen, ganz klar. Ähm, aber doch viel Planung liegt dann schon bei mir und dann, ähm, ja, waren wir sozusagen damit fertig und dann musste ich sofort anfangen für die neue Veranstaltung eigentlich. Und das war mir dann schon sehr, 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 sehr viel, zu viel, um ehrlich zu sein, dass ich mir gesagt habe, okay, gut, dann machen wir dieses Jahr nur eine Veranstaltung und kombinieren das. Denn für den LPD musst du genauso Werbung machen, vielleicht sogar noch viel, viel mehr Werbung, weil du ja ganz andere Zielgruppen erreichen möchtest in der Regel. Und ähm, das äh, haben wir dann gesagt, okay, gut, dann machen wir dieses Jahr das Ganze zusammen. Äh, wir haben am Freitagabend ein Gaming-Turnier. Mit 0 AD und Super Tux-Card bis jetzt, sogar mit einem Preisgeld. Ne? Das wird sehr, sehr, sehr cool. Da sind wir gerade noch ein bisschen in der Planung. Ähm, am Samstag geht es dann los wie ihr e und wahrscheinlich noch. wieder eine. Ja. ja, wir haben sogar einen der besten Caster für sowas bekommen, den es gibt. Stimmt, 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 absolut. <laughs> den kennst das du auch. Ja, genau. Ja. Hm. <laughs> genau, genau. Also wirklich. Ähm, also, das kann nur gut werden. Ne? So, da, 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 da. Auch wenn das Event scheiße wird, der Caster <laughs> reißt es raus. <laughs> ja, werden mal sehen. Ja. ja, sowas von, sowas von. Äh, wird jedenfalls eine coole, wird auch wieder so ein Testballon. Ja, mal schauen, wie das ankommt, äh, wie viele sich anmelden und so weiter. Das wird cool. Ähm, mach am Samstag. Machen wir dann Samstag Casual, ne? dann casual Bu äh, Business Caster. Also ich habe einen Sacko an, aber unten drunter Jogginghose <laughs> oder wie machen was? <laughs> ja, du brauchst nicht mal eine Jogginghose. Alles gut. Alles gut. Ach so. <laughs> Geht auch ohne. Geht auch ohne, geht auch ohne. Aber im Winter wird es wieder kühler. November? Ja, im 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 November ist kühler, das stimmt, das stimmt. Ne? Da friert irgendwas zu. Aber jedenfalls ähm, würde ich sagen, wir waren stehen bleiben. am Samstag. Samstagmorgen gibt es wahrscheinlich wieder eine Podiumsdiskussion, wie in den letzten Jahren sozusagen so der einer der Höhepunkte, sagen wir so, von vielen ähm, und zwar ähm, genau, wahrscheinlich wieder mit ein paar äh, bekannten Gesichtern aus der Diskussion, mal schauen, wen wir da wieder mit an Bord bekommen. Letztes Jahr war das ja der Frank Karliczek, Lothar Becker, Hauke war mit dabei, ähm, Thorsten war mit dabei, Thorsten Franz von Ubuntu und ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Klingt erstmal relativ vollständig. Klingt relativ vollständig, ne? Ähm, und genau, das haben wir dann tatsächlich äh, so äh, letztes Jahr, in den letzten Jahren gemacht. War eigentlich auch mal sehr, sehr cool. Ähm, dann ganz normal mit den Vorträgen und so weiter geht's los. Äh, Workshops teilweise. Abends äh, geht es dann mehr in das 3D-Gelände. Dort wollen wir viel, viel mehr Fokus aufs 3D-Gelände legen. Ähm, unsere Gaming-Nacht sozusagen werden wir dann das, den Abend davor sozusagen machen. Und dann am Samstagabend geht es dann mehr in Richtung, ja, Richtung 3D-Gelände. Da bin ich sehr gespannt, was das wird. Um, die Zuschauer hoffentlich auch. Und am Sonntag geht es dann natürlich auch wieder weiter mit Vorträgen und Workshops. Das wird meistens am Sonntag aber ein bisschen weiter in die Tiefe, ne, sozusagen mit den Themen gehen, um, dass man da dann auch nochmal, auch die Leute, die jetzt erstmal... Um, Genau, vielleicht noch was ganz Spezielles lernen wollen, dann dort auch ihre, ihren Punkt finden werden. Auch Richtung Maker, Bastler-Ecke gibt es dann auch sonntags äh, dann wieder relativ viel. Da haben wir sogar schon echt coole Vorträge mit an Bord. Möchte ich noch nicht zu viel vertraten. Also, ja, das ist sozusagen, sind sozusagen die Tux-Tage. Ich denke auch, wir werden wieder ein Quiz machen. Das kam letztes Mal eigentlich ganz cool an. Da ähm, äh, hatten wir dann ein Live-Quiz, wo man dann mitraten konnte, dass. Ähm, Fand ich eigentlich ganz gelungen. Ähm, würdest du das auch sagen, Micha? Oder warst äh, du am Quiz dabei? Ich war am Quiz dabei, ja. Äh, ja. ja, können ja. wir ja. doch machen, aber war nicht sogar ein, ein äh, Quiz im 3D-Gelände geplant? Oder hm. läuft das parallel? Genau, ja, 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 das gibt's auch noch. Das gibt's auch noch. Genau. Achso, das kommt also, dann zusätzlich. Äh, das kommt zu, ja, das ist ja so zu machen. Ne? Das ist ja dann am Son Samstagabend wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen größer zu machen und halt sonst drum. Ähm, und äh, genau, nö, das ist nochmal abgetrennt. Ne? Das sind auch mal andere Fragen und so weiter. Ne? Da schauen wir mal, wie wir das machen. Äh, so zu 100 Prozent, äh, wie das mit dem Quiz dann läuft, das wissen wir, also weiß ich noch nicht. Ne? Haben wir noch nicht geplant. Äh, bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja im November erst dran. Call -for papers phase und sponsoren suchphase läuft gerade schon haben schon ein paar coole Leute mit an bord und ähm, ja wird so oder so denke ich eine ganz coole Veranstaltung und freuen uns natürlich über jeden Besucher ähm, ich muss sagen einer der größten Erfolge die wir hatten mit den tox tagen war an den ähm, Augsburger Linux-Tagen, ähm, Infotag, Linux-Infotag heißt es. habe ich einen Vortrag über den Linux-Assistent gehalten ähm, und äh, dann kamen halt ein paar Leute danach halt zu mir und sozusagen haben mich da angesprochen und irgendwelche Fragen gestellt über den Linux-Assistent oder irgendwie Ideen gegeben und dann hatte einigen meinen, ja und wir sehen uns auf den Talks-Tagen. Ich so, ey, cool. <laughs> also ähm, dann so, ne? man denkt das gar nicht, weil wir. Tatsächlich, das gesamte Team hat ja noch nie einen Besucher live vor Ort gesehen, weil es halt eben alles online ist. Und das ist dann ja. schön, wenn man dann aus der ähm, Offline-Welt dann doch immer mal ein äh, paar Hinweise bekommt, so hey, äh, du machst doch die Tux-Tage. Und das ist super, super cool. Ne? Ist häufiger passiert schon bei verschiedenen ähm, Orten. Und das ist eines, eines der größten Lob, Lob, Löbe, Lob, eines. Eines der größten Komplimente, ähm, die man bekommen kann tatsächlich. Und das ähm, ja, motiviert uns auch immer weiterzumachen und dann der Linux-Community so ein bisschen was zurückzugeben, weil am Ende ist es schon mehr Stress, als dass es sich eigentlich für irgendjemanden von uns lohnt. Aber was sich lohnt, ist halt eben so ein bisschen euer Feedback und das ist einfach großartig. Deswegen machen wir das jedes Jahr. Und ich denke, das ist bei euch genauso Hauke. Ne? Ähm, letztendlich ist das so, ne, also ich darf jetzt nicht anfangen Stunden zu zählen oder sowas, wie viel Zeit ich da rein äh, stecke für diese die, ja, zweieinhalb Tage, die man so als Besucher mitkriegt ähm, ja, als Besucher merkt man vielleicht an vielen Stellen überhaupt auch gar nicht, was da für eine Arbeit drin steckt ähm, das, das ist einfach so, das soll ja auch nicht so rüberkommen, so als ob wir da nun komplett überarbeitet sind oder sonst irgendwas ähm ja, aber das ist halt ein ehrenamtliches, äh, eine ehrenamtliche Veranstaltung. Äh, ja, und so ist halt die Interessenlage. Ne? Also wir machen halt sowas, äh, wo andere Leute den Kopf schütteln würden und ähm, andere machen halt was anderes. Die haben ihren, keine Ahnung, äh, Angelverein oder sowas, wo ich mir denke, naja, warum nicht, wenn es euch Spaß macht, aber es wäre nicht so meins. Also, äh, ist so. Ne? Also das ist mehr oder weniger ein Hobby, wo sehr viel Zeit reinfließt. Und ähm, ja, ich finde es einfach eine nette Sache, so dass man sich eigentlich jedes Jahr wieder trifft mit. Ähm, ja doch so im harten Kern halt jedes Jahr wieder mit dabei ist, aber es kommen auch Leute mit dazu, die dann ähm, ja, also die man entweder gar nicht auf dem Schirm gehabt hat, die sich dann trotzdem für, für Dinge interessieren und so und das ist, das ist einfach eine nette Sache. Darum mache ich das nach dieser ganzen Zeit immer noch. Jo. Absolut. Ähm, und solange Hast, es sich ja. lohnt und Spaß macht, also Tut es ja immer noch. Also, ja. da denke ich mal, da spreche ich für uns drei. Absolut. Und was man eigentlich für, äh, für Späße dann sozusagen, oder was man dann sozusagen gemeinsam erlebt, sagen, was man so als Team, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ist eigentlich schon sehr lohnenswert, muss man sagen. Ne? Allein auch, wenn's, wenn nur irgendjemand wieder einen blöden Witz reißt. Es ist auch nach dem hundertsten Mal immer noch witzig. Es ist, <laughs> es ist eigentlich traurig, ne? aber es ist super witzig. Ja, Eine Nixwitz. Ich wollte gerade sagen, ja, da machst da du nichts. Da kommt nix, nix rum. Ja, ja, da muss genau. ich Ach. euch mal was geben, wenn, wenn, wenn der Wolfer bei euch das nächste Mal was macht. Ich habe was vorbereitet. Von Ritter der Kokosnuss habe ich was um, umgedingst. Das muss ich euch mal oh, zukommen sehr stark. sehr stark. Das, wenn, das, das wird cool. Absolut. ich ja. ja. da dann ganz lieb große? grüßen ja. und das Bild ein, einblenden. Das machen wir dann, das machen wir. Ja. Ne? Ich kann nee, ich mache mich nicht größer. So, aber nee, jedenfalls, ähm, ja, ich habe ich hab so eine Zoom-Funktion bei meiner Kamera entdeckt, dass mm. ich das auch während des äh, Web-Meetings oder sowas dann immer machen kann. Das ist ganz fies, ist ganz fies. Ne? Wenn, mm. wenn man die Möglichkeit hat ne, und sie nicht nutzen darf, dann ist es eigentlich <laughs> noch viel interessanter, um ehrlich zu sein. Aber jedenfalls, äh, Hauke, hast du noch etwas? von den Kilogs mit auf den Weg zu geben? So, oder was du noch ansprechen möchtest? Mm, nee, ich glaube, eigentlich haben wir alles. Also letztendlich am Ende nochmal so den Aufruf, also sowohl für, für unsere Kilo Open Source und Linux-Tage und natürlich auch für die Tux-Tage. Also, wenn ihr was machen möchtet, habt ihr die Gelegenheit, jetzt was anzubieten, also Vortrag, Workshop. Und äh, Sponsoring natürlich und bei uns nur ein Stand. Macht das gerne mit. Ähm, die Webseiten, wo ihr das machen könnt, die äh, stehen nachher in den Beschreibungen, wo, wo der, der Podcast oder auch ähm, mit Bewegtbild das Ganze nochmal veröffentlicht wird. Das also landet hinterher auch in meinem Kanal. Äh, und weiß ich nicht, wo landet es noch? Auf der Tux-Tage-Seite oder? Oder wo? wo äh, nicht wo dabei. Das, das ist der Schluss auf YouTube. Genau, ähm, Puxtage äh, YouTube-Kanal äh, und Spotify. Hm. Hm. Und eventuell plane ich vielleicht die Folge auch auf Linux-Guides, eventuell noch mal im Geständ Format rauszubringen. Vielleicht. Ich möchte nicht zu ha. viel ankündigen. Genau. Ich wollte es jetzt also aktiv mach... aus meinem äh, Kanal rausnehmen, weil das macht keinen Sinn, wenn man es nicht drauf streamen, dass es extra hoch wird. Dafür habe ich das einfach noch kein das. Publikum. Hm. Hm? Das kommt doch. Ja. Apropos ja, abonnieren, Saint of Sinner ja. auf Twitch folgen und auf YouTube. Ähm, beide Links äh, sind dann in den jeweiligen Beschreibungen und vielleicht auch gleich im Chat. Ähm, genau. Wenn Hättest sie nicht vergessen, vergessen werden. Aber sowas noch nicht. Ja. Ähm, ansonsten. Noch irgendwas? Denn Nicht heute doch. wollten wir es ein bisschen kürzer machen. Ja, 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 ja. Wir, können, wir können gleich zu Ende kommen, aber du hast ja vorhin was angetießt, was, was ja diesmal eine Premiere bei den Kilox sein wird. Wenn nichts dazwischen kommt, also kein Unwetter oder, oder sonst da was oder Krankheit, dann wird es zum ersten Mal so sein, dass wir dreimal äh, uns in echt treffen. Ist noch, noch nie ersten... so passiert in der Konstellation. Ja. Ne? Genau, genau. Und äh, wirklich zu den Keylooks ähm, zu dritt quasi vor Ort sind und dann verrückte Sachen machen können. Hm. Genau. Ich freue mich sowas von drauf. Also das wird, wird cool. Genau, also Kaffeekuchen ist... Pinguin Part 2 ähm, genau. können wir machen. Podcast <laughs> direkt dort aufnehmen. Genau, ja. Und vielleicht sogar, Was? dass wir wirklich alle Kaffee und Kuchen haben. Ja. Zwei von uns waren ja schlecht vorbereitet. Hm. Ja, ja, so ist es immer. Ich glaube, das war auch bei den Tux-Tagen. Wir hätten auch mal Tux-Tage Frühstück so mäßig. Und beim ja. aller, allerersten Mal, glaube ich. Ich meine es, und ich glaube, dann warst du auch derjenige, der als das, als einzige beim Bäcker war oder sowas. Ich habe Nutella Toast <laughs> gehabt. Ich hatte was. <laughs> war nicht ordentlich, aber ich ja, hier genau. War mhm. Top vorbereitet, muss man sagen. Vorbereitung ist das halbe Leben. In der Tat, absolut. <laughs> jo. Nee, also da bin Gut. ich gespannt, obwohl mir ja schon die Bahn so halbwegs Stöcke an den Weg liegt, aber noch sind die ähm, überwindbar. Okay. Das kriegen wir hm. hin. Ja, die ersten ersten Bauarbeiten. <laughs> War nur mit E-Fuel betankt oder was? Nur mit E-Fuels. Also, ne? sonst kommt mir nichts anderes in die Tüte. Ne? Sozusagen. Schön. Ja, werden wir sehen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Ja, Werbung haben wir genau. ganz dreist dazwischen geschmissen. Und ist es ist keinem aufgefallen, hoffentlich. Na naja, gut. Ähm, ja, das wär's eigentlich. Ne? War wieder schön mit euch zu quatschen. Mhm. Genau, wunderbar. Ja, dann macht's alle gut und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Passt aufs Gewitter auf. Genau. Und viel trinken. Viel trinken ja. bei der Hitze, genau. In beider Hinsicht. Macht es gut. <laughs> bis dann. Und nicht und wundern. Äh, Genau, ich bin dann mit offline, weil es ist einfach zu warm heute, um weiterzumachen. Und Gewittergefahr. Deswegen hitzefrei. frei. <laughs> ja, deswegen, ich, ich nehme mir mal Hitze frei. Ist <laughs> ähm, auch verdient. Ja. Deswegen macht's gut, gesund bleiben. Ähm, Saint of Sinna wenn das noch nicht gemacht habt, das wäre ganz nett. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.